Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute mal wieder mit einem Apple Visa Video. Dieses tolle Paket hier durfte ich gestern in der Nähe von Bielefeld abholen. Und ja, Bielefeld scheint zu existieren. So 30, 40 Kilometer von Bielefeld stand dieses hübsche Mädchen hier zur Abholung bereit. Es ist nämlich eine Apple Visa 210 oder vielmehr ein Macintosh XL. Zumindest steht das so auf den ROMs im Innern. Ja, zuallererst habe ich natürlich, bevor wir hier irgendwas einschalten, dafür gesorgt, dass dieses Ding hier rauskommt. Das ist nämlich ein kleiner Stinker, das ist mir aufgefallen und wurde mir auch gesagt, das Gerät wurde in den letzten 30 Jahren, ja, sagen wir mal, einmal eingeschaltet und dabei ist das Ding hochgegangen. Jo. Erstmal Netzteil raus, aufgemacht, den Übeltäter da rausgemacht. Ja, Ersatz folgt bald, funktioniert aber auch ohne. Ja, dazu gab es auch diesen wunderschönen Drucker, den Original Apple Dot Matrix Printer. Das Modell gab es auch mit einem Laserschriftzug, aber eher selten, beziehungsweise dann in den ersten Modellreihen. Ja, diese tolle Lisa gab es. Inklusive hier einem Ersatzlaufwerk, einem 400K Sony ja, Diskettenlaufwerk, auch baugleich im Apple Macintosh 128K und 512K. Ganz praktisch hier, diese Lisa hat sein 400K Laufwerk noch. Hier eine tolle Widget. Mal gespannt, ob die auch gleich sauber anspringt. Ein Ja, normal benutzten Monitor, fällt uns aber nicht auf mit dem Filter. Ja, dann kann nämlich dieses Laufwerk, wie gesagt, in einen anderen Rechner gehen, nämlich in den 512K, den ich noch habe. Der muss nämlich noch sein vollständiges Downgrade bekommen. Der hat noch ein 800K Laufwerk statt sowas. So, perfekt, das suche ich schon eine Weile. Ja, was habe ich noch gemacht? Was man immer machen sollte, wenn man eine Lisa bekommt oder einen alten 128K oder 512K, man sollte schauen, machen wir mal Licht an, dass dieser Mechanismus hier freigängig ist und der ist fest und der hier ist auch fest. Das kann auch einer der Gründe sein, warum es diesen hier letztendlich gekillt hat. Wenn sich hier nämlich nichts tut beim Selbsttest, dann kriegen wir ein bisschen zu viel Load aufs Netzteil. Und dann haut es das raus. So. Holen wir das doch mal raus. Beziehungsweise, bevor uns da irgendwas mit einer Hand runterklatscht. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir das entsprechende Stromkabel. Und Datenkabel. Floppy. Da haben wir jetzt das ganze Ungetüm. Sogar mit Lüfter. Da unten kommt das Floppy ran. Ja. Und das ist im Prinzip der ganze Wusch, der da noch drin ist. Wie wir auch erkennen können, hat die 210 bzw. der XL keine Leitkarte, nur noch ein Stromkabelbaum und ja, hier das Floppy-Kabel. Ja, super toll. Dann würde ich mal sagen, bauen wir das mal wieder rein, drehen wir das Ding erstmal um und dann zeige ich das erstmal von hinten und dann schalten wir es mal ein oder versuchen es zumindest. Ja, was vielleicht noch schon aufgefallen ist, hier ist sogar eine Uhrmaus dabei, also die mit dem schmalen Button, eigentlich für die erste Lisa bzw. Lisa 2.5 und nicht für offizielle Mac XL gedacht. Interessant. Aber tut der Sache keinen Abbruch, funktioniert genauso. So, jetzt ganz wichtig, das Floppy-Kabel schließen wir nicht an, das packen wir nur mit rein.
Denn wie gesagt, das Laufwerk muss noch neu geschmiert werden, freigängig gemacht werden, dann erst. Für den Test brauchen wir jetzt auch keinen Floppy. So, vorsichtig wieder ansetzen. Übrigens, diese Widget-Laufwerke waren schon, als die neu waren, naja, nicht wirklich optimal. Die Ausfallrate war enorm hoch und ja, das führt auch natürlich dazu, dass es nicht mehr viele Funktionstüchtige gibt. Und selbst die Funktionstüchtigen, naja, ist Glückssache. So, das waren auch noch dabei, einige Disketten. So, jetzt packen wir das alles mal so hin. So, ja, ach ja, auch toll, deutsche Tastatur, deutsches Tastaturlayout. Keine Ahnung, in welchem Zustand die Tastatur ist. Meine hat Probleme mit der Leertaste und wie man weiß, wenn man einmal anfängt, Tasten zu machen, dann muss man alle machen. Alles andere macht eigentlich dann auch keinen Sinn. So. Maus zum Rucher. So. Ja. Da haben wir das Ganze. Und so sieht die Lisa 210 oder in dem Fall Mac XL von hinten aus. Und jetzt ist hier bestimmt schon aufgefallen, haben wir hier so einen kleinen Kasten. Der ist für den internen Screen Mod, das hat die nämlich auch schon, damit man eine andere Auflösung fahren kann. Ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube so was mit Block oder Klötzchen-Grafik zu tun. Habe ich mich bisher nie mit befasst. Auch mein Thema. Ja, die Nachfolgemodelle hatten, wie wir hier sehen können, den Mausanschluss. Serie 1, Serie 2. So wie beim Macintosh ein Interrupt-Button und ein Reset-Button und ein Video-Out. Kein Parallelport mehr. Dafür haben wir hier eine zweiportige, gibt es das Wort? Na egal. Eine Parallelportkarte mit zwei Anschlüssen, da kann man zwei Profiles anschließen oder ein Drucker, eine Profile oder zwei Drucker oder andere Peripherie. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Packen wir das mal alles wieder so hin, wie es soll und wagen wir doch mal einen Test. Schließlich kommen wir jetzt in die 8 Minuten und haben das Ding noch nicht einmal versucht einzuschalten. Super, machen wir das doch mal. Ja, mein Mikrofonkabel baumelt so professionell dahin. So. Dann den Drucker schließen wir auch mal an, weil den werden wir auch gleich ausprobieren. Und dann machen wir das in einem Rutsch. So wie das Paket eben auch in Betrieb war. So. Licht wieder an. Blöd, wenn man eine Zeitsteuerung hat. Zack. Zack. Der Optik halber packen wir das hier wieder hin. Wie gesagt, wenn ihr sowas habt, gerade alte Apple-Rechner, guckt euch die Netzteile an, denn die sind echt scheiße. So, dann schalten wir jetzt erstmal den Drucker ein. Achso, ja. Wir haben hier unten einen Hauptschalter. Erst wenn der leuchtet, dann geht der Drucker. Sieht gut aus. So, mal schauen, ob die Lisa anspringt. Wie gesagt, nachdem ich das Bauteil entfernt habe, hört sich gut an. Widget fährt hoch, auch nicht schlecht. Das ist schon mal sehr geil. Da kommt was, da klackt was, da wackelt was. Okay, das Bild ist nicht optimal. Oh, aber die Widget scheint zu funktionieren. Sehr schön.
Mein Loch hat es nicht mit Fehler abgebrochen. Und wenn ich es jetzt richtig weiß, ja, kriegen wir ein etwas anderes Bild. Sehr interessant. Ja gut, das kann jetzt daran liegen, wenn das Netz ja nicht 100% stabil ist, dass wir deshalb so ein, ja, Kameralicht bringt nichts, so ein wackelndes Bild haben, oder man muss an den Potis was machen. Ja, das wäre der nächste Schritt. Aber hey, die Kiste läuft. Das Laufwerk hört sich gar nicht mal schlecht an für eine Widget. Sehr angenehm leise. Nur sie. Na, jetzt tut sich was. No. Glaube ich's noch. MacWorks XL 3.0. Willkommen zu Macintosh. Und es wackelt und flimmert und. Hey. Maus tut auch. Das sieht aber gut aus. Deutsch, auch nicht schlecht. Und wir haben 908 Kilobyte, das entspricht ungefähr einem Gramm. Das ist die schöne Leiste, die Festplatte. 93, das letzte Mal, wenn man dem hier glauben mag, in Betrieb gewesen. HD-Backup, oh, das hört sich schon mal gut an. Das können wir auf jeden Fall anwenden. Weil der ist jetzt sehr aufgeräumt. Oh ja, machen wir doch mal Word auf. Hey, das ist aber schön. Ich hatte noch nie einen Mac XL in Original. Machen wir doch mal einen Test. Ja, die Tastatur geht. Ah, aber die Leertaste, wie bei vielen, geht nicht. Enter geht. Ja, bin eine Lisa. Ja. Ohne Leertaste ist das schon ungeil, aber egal. Funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt. Gehen wir doch mal auf Drucken. Image Worlder parallel, Seite 1, Standard, Entwurf. Machen wir mal. Das tut. Aha. Zumindest hat er reagiert. Das ist schon mal etwas. So. Machen wir das nochmal. Ich kenne mich jetzt mit dem Teil nicht so aus. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich das einfach von vorne bis hinten falsch bediene. So ist das. Na gut. Solange die Kiste läuft, ist ja okay. Richtig so toll. Profis am Werk. Einmal mit Profis arbeiten. Uah. Alles mit einer Hand sowieso zu machen, ist nicht der Hit.
Probieren wir es nochmal. Meh. Er hat irgendwas gemacht, auf jeden Fall. Naja, egal. Also, er wird angesprochen, das ist eine Sache von Konfiguration. Keine Ahnung. Nicht speichern. Nö. Vielleicht ist es auch einfach. Vollkommen cool. Die Kiste rennt. Ich finde es einfach nur toll. Drucker tut eigentlich auch. Ich würde mal sagen, das waren jetzt 16, 17 Minuten. Hobby-Klickerei. Ja, das Bild ist auf jeden Fall nicht so toll. Das wackelt viel zu viel hin und her. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann im Video. Ja. Ja, super toll. Ich bin immer noch hin und weg. So ein tolles Modell. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich es schaffe, ja, mir da einen Platz für das tolle Gerät zu organisieren. Denn, ja, mit meinem Regal wird es ein bisschen eng, weil da habe ich ja eigentlich meine Laser 2.5. Ja, da sollte eigentlich noch ein zweiter Color Classic sein. Der steht jetzt hier baustellenmäßig. Jo. Da zwei Lasers hinstellen. Nee, 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 nee. Müssen wir mal gucken. Da kann sie auch nicht stehen bleiben. Vielleicht mache ich mein Regal und pack eine von denen da oben hin. Ja. Naja. Schön, schön. Auf jeden Fall toll. Super. Ja, okay. Also, das war's schon. Beinahe 20 Minuten eurer wertvollen Zeit geklaut für ein neues Spielzeug. Jo, na denn, bis auf bald. Ciao, ciao.